Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier im wunderschönen Weinheim an der Bergstraße. Und heute nehme ich euch mit auf eine dreitägige Radtour von Weinheim bis nach München, über Stuttgart und Ulm, durch das Neckartal und die Schwäbische Alb. Ihr werdet schöne Landschaften sehen, beeindrucksvolle Sehenswürdigkeiten und zwei große Automobilkonzerne. So, und also jetzt genießt die Reise, jetzt in meinem Video. Ihr werdet staunen. Jo Leute, von hier bis Heidelberg geht's immer geradeaus. Hier immer schön an der B3 entlang. Ja, die Strecke ist schon stabil, Leute. Ihr könnt auch richtig heizen, diese Strecke. Ja, dann genießt die weitere Tour. So, wir sind jetzt in Heidelberg angekommen. Jo Leute, ich bin jetzt hier am Neckar. Ich mache jetzt hier eine ganz kleine Pause. Also etwa nur 5 Minuten. Esse eine Banane und vielleicht ein paar Nüsse. Dann geht es auch schon wieder weiter bis nach Neckargemünd und Sinsheim. An Heilbronn. Ja, hier könnt ihr den Neckar sehen, von da bin ich gekommen. Das kennt ihr ja alle schon bereits in einem anderen Video, wo ich durch das Neckartal gefahren bin und durch den Odenwald. Da war ich auch hier und bin dann da nach Weinheim gefahren. So, und jetzt muss ich hier. Die Sonne ist auch, die strahlt auch schön, die Sonne. Da ist der Königstuhl und dann geht es gleich da weiter. So Leute, wir fahren jetzt hier über den Neckar und wir fahren jetzt Richtung Sinsheim und verlassen das Neckartal, weil es einfach schneller geht, als wenn man über Eberbach und Moosbach fährt, weil da sind große Kurven und man muss wieder nach Norden fahren. Deswegen über Sinsheim und dann in Heilbronn wieder am Neckar. Okay, viel Spaß. So Leute, hier der erste Anstieg. Ja, jetzt ist nicht mehr so flach wie im Neckartal oder an der Bergstraße, sondern hier kommen wir jetzt langsam ins Kraichgau. Da müssen wir Berge hochfahren. So Leute, ich bin jetzt hier in der Sinsheimer Innenstadt angekommen und mache jetzt hier ein bisschen Pause. Und dann geht es weiter Richtung Heilbronn. Hier die Stadt ist schön. Hier scheint auch die Sonne. In Weinheim, da war es noch ein bisschen bewölkt, aber hier ist jetzt purer Sonnenschein, Himmel ist klar. Ja, also ab Schriesheim, da wurde es dann richtig schön. Hey Leute, da hinten ist Heilbronn. Hey Leute, ich musste gerade hin durch diesen ganzen Stau, den ihr hinter mir seht. Oh, das war ein Abstieg, aber da waren so viele Autos und das hat dann meinen Abstieg leider ruiniert. Bis Heilbronn ist es nicht mal weit. Hey Leute, schaut euch diesen Verkehr an. Ich bin schon in einem Vorort von Heilbronn. Aber jetzt muss ich noch da mich durchkämpfen.
drückt mir die Daumen, Leute. So, Leute, ich bin jetzt wieder am Neckar. Hier. Und da. So, welcome back, Neckar. So, Leute, ich bin jetzt in der Heilbronner Innenstadt. Laut Navi sind es noch so 45 Kilometer. Das schaffe ich etwa so in 3 bis 4 Stunden. Ich hoffe es. Aber so ungefähr würde ich dann bauen, so 3 bis 4 Stunden noch. Da kann man sehen, wie viele Fahrräder pro Tag hier lang brettern. So, und hier geht's weiter. Ich fahre seit ein paar Kilometern einen geilen Radweg. Ist echt geil. Hier gibt es Randstreifen. Der ist immer geradeaus. Also ist echt geil. So, Leute. Ich bin jetzt in Besigheim und jetzt geht es auch schon weiter nach Bietigheim-Bissingen. Jetzt werde ich wieder kurz den Neckar verlassen. Und dann erst wieder in Stuttgart den Neckar auftreffen. Denn über Marbach am Neckar, das wäre halt schon ein Umweg, weil da schlängelt sich der Neckar so durch die Landschaft. Aber wenn man jetzt hier über Bietigheim-Bissingen und dann über Ludwigsburg fährt, dann fährt man gerade durch. Ich bin jetzt hier in Bietigheim-Bissingen. Die Hut von Shindy, Bowser und Rin. So, Leute, ich bin jetzt in Stuttgart. Schaut euch diesen Ausblick über Stuttgart an. Ich bin gleich da bei der Wohnung. Jo, Leute, ich melde mich jetzt hier am Airbnb hier in Stuttgart. So, also, jetzt bin ich endlich nach 150 Kilometer Radfahren endlich hier angekommen. Und jetzt kann ich schön mich ausruhen nach so einem anstrengenden Tag. Und morgen geht's dann weiter nach Ulm. Yo, Leute, und herzlich willkommen beim zweiten Tag unserer Tour. Ich starte jetzt hier von Stuttgart aus. Das war mein Airbnb. So, und jetzt geht's weiter Richtung Ulm über die Schwäbische Alb. Zunächst einmal gehe ich nochmal zum Rewe und kaufe mir ein bisschen Essen ein. Und dann geht's auch schon weiter. Hier sind die Cannstatter Vasen. Ja, wegen Corona wurden sie irgendwie vorverlegt. Normalerweise sind sie immer so parallel zum Oktoberfest. Aber jetzt durch Corona wahrscheinlich, dass man es nachholt, findet es jetzt statt. Hier sind die Mercedes-Benz-Werbung. Stark an zu regnen, also was halt sehr stark, es fängt halt an zu regnen. Es wird immer stärker. Wir müssen uns beeilen, denn da hinten wird es wieder heller. So, der Regen hat aufgehört, die Sonne ist auch wieder draußen. Ich hoffe, das bleibt so. Da sind zwar auch Wolken, aber hier ist auf jeden Fall wieder klarer Himmel.
Jetzt verlassen wir das Neckartal und kommen ins Vilstal. Sind jetzt an Plochingen vorbeigekommen. Und jetzt geht's weiter Richtung Schwäbische Alb. Zukünftig soll der Radschnellweg von Stuttgart bis nach Süßen, das ist kurz nach Göppingen, gebaut werden. Bis jetzt ist nur dieser Abschnitt da, den wir gerade gefahren sind. Der ist so 2 Kilometer lang. Oh ne, 1,3. Hey Leute, ich bin gerade über Glasscherben gefahren und schon ist es passiert. Mein Reifen ist glatt. Ich muss mich jetzt hier irgendwo anstellen an irgendeinem ruhigen Ort und dann muss ich meinen Reifen wechseln. So Leute, nach einer Ewigkeit später geht's endlich weiter. Oh. Jetzt steht sie auch schon wieder. 2 Stunden später. Leute, schaut mal da. Die Schwäbische Alb. So Leute. Ich befinde mich jetzt in Geislingen und jetzt beginnt es richtig mit dem Aufstieg. So Leute, ich bin jetzt durch Amstetten gefahren und jetzt geht es eigentlich bis Ulm. Nur noch bergab. Also jetzt habe ich den schwierigsten Anstieg von der ganzen Tour. Also ich vermute, dass es der schwierigste Anstieg ist von der gesamten Tour. Den habe ich jetzt schon geschafft. Und zwar der Anstieg über die Schwäbische Alb. So Leute, hier kann ich schon die A8 sehen. Und hier ist das Müller Logistikzentrum. Das kennt man ja, wenn man hier immer an der Autobahn entlang fährt. Nach München oder was weiß ich wo, irgendwo hin. Dann nach Österreich, dann fährt man ja hier an diesem Müller Logistikzentrum vorbei. Und hier bin ich jetzt schon. So Leute, es geht eigentlich nur noch herab. Keine Ausnahmen mehr. Wow, schöner Abstieg. Hier ist das Ulmer Münster. Schaut mal, wie hoch das ist. Hey Leute, ich habe mir jetzt einen Burrito geholt. Und den werde ich dann gleich essen, wenn ich in meinem Airbnb bin. Das Airbnb ist allerdings in Neu-Ulm, also auf der anderen Seite. Also werde ich auch heute zum ersten Mal Bayern sehen. So Leute, ich komme jetzt in ein anderes Bundesland. So, ich bin jetzt im Airbnb angekommen. Und das Coole an diesem Airbnb ist, dass man per Handy die Türen auf und zu machen kann. Hier kann man immer sein Handy dran halten. Die sind überall in diesem Airbnb. Kann man sein Handy dran halten. Und dann kann man hier einchecken. So Leute, hier beim dritten Tag. Jetzt fahre ich von Neu-Ulm bis München. Ich war jetzt hier in dem schönen Airbnb übernachtet. Das war echt cool. Man konnte mit seinem Handy einchecken. Ja, und jetzt geht's wieder weiter. But if I lay down and I play down.
ich bin begeistert von Bayerns Radwegen. Hier fahren wir unter die A7 durch. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. Oh, voll die schöne Moschee, du. Stand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. Hey Leute, ich bin jetzt hier in Günzburg und mach jetzt kurze Pause. Ist auch ganz schön. Und weiter geht's Richtung Burgau und dann Susmarshausen, Augsburg und München. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something. So, ich bin jetzt hier in Augsburg und mach jetzt Pause. Hab hier Megas. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Leute, da ist das Ortsschild München. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. Leute, hier ist das Olympiastadion. Das kennt ihr ja schon von meinen vorherigen Videos. Jo Leute, das war's auch schon wieder mit dem Video. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video verpasst. So, dann sehen wir uns nächstes Mal zum nächsten Video wieder. Ciao.